so wird ein Schuh draus. Ah, the lost sarcophagus of the Pharaoh Taharqa. Ooh, great misfortune is said to fall on those who disturb his slumber. You know, locusts, boils, peanut allergies, that sort of thing. Ist das richtig, was ich hier mache? Mal gucken. Man kommt immerhin ran. Die große Frage ist, wo will ich denn hin damit? Dahin. Das scheint irgendwie ein Fahrstuhl zu sein für das Teil. Sieht gut aus. Ich fahr mal mit runter. War das richtig? Okay, musste wohl so sein. Moment, da brauche ich den Schakal. The situation becomes ever more perilous for our two entombed friends. Those spikes are getting awfully close. Do you think the adventurer knows? Actually, I think the real question is, does she care? In case you're wondering, that was a rhetorical question. Hätte ich da jetzt mit durchgemusst? Also ich komme nicht weiter runter. Ach so, und dann brauche ich noch mal den Löwen. Verstehe. Also Schakal. Den haben wir ja. Ach nee, nicht springen. Komm schon, schneller bitte. Okay, das Ding ist noch auf dem Weg nach unten. Hier geht's aber nicht weiter. Hä? War zu langsam. Ich habe irgendjemanden falsch platziert. Nein, ihr seid beide da drauf. Ach, nur Schakal. Schakal und dann den Löwen. Erst den Schakal. Was ist denn das Teil? Ach, der ist wieder oben, ne? Oh Gott. Also erst den Schakal, dann den Löwen. Erst den Schakal. Dann den Löwen. Dann war's das hoffentlich. Aber ich bin noch skeptisch. Ooh, impressive. The adventurer does know how to get out of a tight spot. But the rest of her escape may not be so clean. Splendid! You've liberated the sarcophagus from its ancient vestibule. Give me a moment to disable these blasted spikes. If I pry this here... Der stirbt doch gleich einen ganz elenden Tod, oder?
No doubt that was entirely accidental. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass diese Brücke da gleich einbricht, sobald ich da den Sarkophag drüber schiebe. Deswegen werde ich jetzt noch mal kurz gucken, wo es hier oben hingeht. Okay, das sind die. Kann ich die jetzt hier befreien? Ne, die Stacheln sind ja immer noch da. Das heißt, ich werde hier einfach den Sarkophag erstmal weiter schieben und möglicherweise ergibt sich dann einfach der Rest. Manchmal ist das ja so. Genau damit habe ich gerechnet. Natürlich, und Treibsand. Alas, now the adventurer herself is trapped. And without the sarcophagus, her former collaborator, or her current lucky companions, I fear the situation is hopeless. I wasn't planning on wrapping up her tale so soon. But I may have little choice in the matter. Also, was haben wir denn hier? Die Wandmalerei, die soll uns wahrscheinlich helfen. Und da links, was haben wir denn da links? Ein Angstsymbol. Also, ich nehme mir die Schlange und den Schakal. Und stelle sie auf die erste Fläche. Dann haben wir den Löwen und den Kranich. Für den Ankh. Dann haben wir den Löwen und den Schakal für das andere Teil. Das heißt, die Pulla muss hier mal rüberkommen. Und dann können wir hier auf die dritte springen. Sehr schön. Damit haben wir unsere Damen wieder vereinigt. Hoffe ich. Achso, jetzt muss noch eine hier runter, um zu helfen. Oder am besten beide. Ich schieb den Klotz runter. Falls es geht. Ja, das geht. Denn wenn sich eine unten auf den Schalter stellt, dann kann zwar ein Charakter hochklettern, aber der andere wäre immer noch da unten. So habe ich mir das vorgestellt. So, alle wieder zusammen. Sarkophag leider nicht bekommen. Dynamit nehmen wir mit. Und da haben wir Charakter Nummer 1. Dann haben wir hier die zweite Mädel. Und dann fehlt noch unsere Time-Travel-Tante. Und die geht auch noch mit drauf. So, our band of three pulled together. I couldn't devise a better team-building exercise myself. There was a bit of collateral damage at the end. But let's call it a win. Saure Partner. Ja, das hätte besser ablaufen können, das stimmt. Wo kommen wir denn hier hin? Höhlentour. Hier geht's theoretisch weiter. Was war denn da unten noch? Gibt's hier noch irgendwas zu entdecken? So eine Wandmalerei oder was? Nee, hier ist einfach nur Sweet Little Cat Room. Wer fehlt denn jetzt noch? Sie fehlt noch. So, einmal bitte die Treppe rauf. Schwupp, schwupp, schwupp. So, du darfst... Nee, ich, ja, Dynamit kann ich da nicht benutzen. Schade. Weiter, weiter, weiter. Das meine ich. Jetzt sind die automatisch hinterhergekommen. Obwohl sie es ja nicht hätten tun müssen. Also, Moment mal, es geht unten lang und es geht oben lang. Was haben wir denn hier oben? Türöffner, Türöffner, Türöffner. Ah, das ist, meine ich, der Friedhof.
Hier kommt man nur rein, das habe ich übrigens auch noch nie gemacht, wenn man die Zwillinge dabei hat. Weil dann einer von denen sich zu einem Duplikat machen kann. Also das sind ja zwei, also man hat insgesamt vier Charaktere. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt hier durch will, genau, dann funktioniert das nämlich nicht. Was ein bisschen schade ist, aber egal. Also die Pyramide war das eine Bonusgebiet und das da oben, das können wir uns jetzt leider nicht angucken. Stirbt man hier? Nein, da geht es theoretisch auch runter. Und das hier wird einfach nur der Ausgang von dem Bonusgebiet sein. Sprich, wir können hier einfach mal locker flockig nach unten gehen. Das ist, ja, das ist für die Zwillinge. Hallo? Sieht aus wie ein Snoopy. An dem ich so erstmal nicht vorbeikomme. Vielleicht hätte ich den mit dem Mönch mit Telekinese hochmachen müssen. Keine Ahnung. Verschlossene Tür. Okay, dann Mädels, alle Mann zu mir. Wir sammeln uns einmal hier unten. Na, nicht festhalten. Da komm mal schön runter zu deiner anderen Tante. So, fehlt noch die Wissenschaftlerin. Eimer mit Wasser. Ach, der kann da bleiben. Prinzipiell glaube ich auch, dass wir die Schaufel nicht mehr brauchen werden. Ich werde jetzt einfach alles zurücklassen, denn die Gebiete, die muss man ja auch mit den dort vorhandenen Items schaffen, ansonsten wäre da irgendwie ein Bug. Das hier ist schon wieder so ein dreihebliges Ding. Da kommt man auf jeden Fall an dem Wachhund vorbei. Na gut, Leute, an der Stelle mache ich erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei bei The Cave mit der Kotelettstanze. Bis dann.